Herzlich willkommen beim AAA-Podcast All Aquascaping Answers. Bekomme die Antworten auf deine Aquascaping-Fragen, die dich wirklich weiterbringen. Mit Tobias Gavrisch. Und damit wieder herzlich willkommen zu Folge 49 des AAA-Podcasts All Aquascaping Answers mit mir, mit Tobias Gavrisch. Und heute wieder mit euren Fragen. Aber vielleicht mal so vorweg, wie geht's euch? Also ich hoffe natürlich, dass ihr alle gesund geblieben seid und keiner aktuell in der Situation sich infiziert hat. Falls doch, wünsche ich euch natürlich, dass ihr schnell genesst und einen möglichst milden Krankheitsverlauf habt. Mir geht's bisher gut. Ja, also hier im Haushalt ist, soweit ich weiß, noch niemand krank. Zumindest hat niemand von uns Symptome oder fühlt sich in irgendeiner Form geschwächt. Deshalb toi toi toi, da setzen wir natürlich darauf, dass das so bleibt. Wir haben tatsächlich jetzt so ein bisschen angefangen, uns auch hier so ein, oder zumindest ich habe damit so angefangen, mir zu versuchen, einen etwas strikteren Tagesablauf hier aufzuzwingen. Wir haben uns jetzt auch einen Ergometer hier hingestellt, um auch noch einfach ein bisschen mehr Sport machen zu können hier in dieser Zeit, wo wir uns sonst halt nicht bewegen können. Denn normalerweise bin ich tatsächlich jemand, der relativ gerne einfach einen langen Spaziergang mal macht. Ich bin früher viel gelaufen. Ich hatte früher auch eine Phase, wo ich Halbmarathon gelaufen bin. Und mittlerweile ist es dann eben so, ja, abgesackt sozusagen, hauptsächlich aus Zeitgründen, dass ich einfach gerne mal ab und zu lange Spaziergänge mache, bei denen ich übrigens dann auch mal Podcasts höre. Also das ist mal so mein Haupteinsatzzweck für Podcasts und lange Autofahrten. Aber da das jetzt ja momentan auch alles wegfällt, also klar, theoretisch darf ich noch rausgehen und alleine spazieren gehen. Aber irgendwie, muss ich gestehen, ist mir da trotzdem nicht wohl bei. Und ich denke, wenn ich da dann in dieser Form irgendwie ein Vorbild sein kann für das Thema Kontaktsperre, um die dann auch wirklich strikt einzuhalten, dann war jetzt sozusagen unser Kompromiss, okay, stellen wir uns einen Ergometer hier hin, also einen Fahrradergometer. Und mein Plan ist jetzt aktuell, ich habe heute erst damit angefangen, also wer weiß, wie lange ich das durchhalte. Mein Plan ist aktuell dann erstmal jeden Morgen eine halbe Stunde mich da aufs Rad zu schwingen, um einfach so ein bisschen in Gang zu bekommen. Auch tatsächlich für mich ganz konkret, um wieder mal so ein bisschen mein Lungenvolumen und mein Herz-Kreislauf-System zu trainieren. Denn ich gehöre tatsächlich zur Risikogruppe, weil ich habe allergiebedingtes Asthma. Ich habe eine Staubmilbenallergie und die geht bei mir sofort auf die Lunge und sofort auf die Bronchien. Davon kriege ich Asthma. Und deshalb ist es eigentlich ganz sinnvoll, da auch ohnehin mal mit Ausdauersport gegenzugehen, um Lungenvolumen und Herz-Kreislauf-System zu trainieren. Und das ist jetzt so aktuell der Plan. Ich habe keine Ahnung, wie lange das natürlich noch alles andauern wird. Aber was ich vielleicht auch jetzt hier an dieser Stelle nochmal ankündigen kann, sind die kommenden Livestreams auf dem Hauptkanal, also auf meinem Aquaowner-Kanal. Denn da werde ich jetzt die kommenden Streams, ich werde versuchen, jetzt immer jeden Sonntag um 17 Uhr einen Livestream zu machen. Und die kommenden Streams werden alle mit Gästen sein. Ich habe nämlich jetzt hier eine technische Lösung gefunden, wie ich externe Gäste in den Stream mit reinziehen kann. Und das bedeutet, wir fangen an. Ich schaue mal direkt in meinen Kalender, dann kann ich dir das einmal genau sagen. Ich werde es auch noch mal unten in die Podcast-Beschreibung schreiben. Am 29.03., das ist jetzt der kommende Sonntag, da gibt es dann den ersten Stream 17 Uhr, also immer Sonntag 17 Uhr werden die Streams, mit Izzy. Izzy ist also dabei, der hat Bock, mit mir einen Livestream zu machen und ich glaube, das ist auch für viele von euch ganz cool, weil ich weiß, dass viele von euch auch seine Videos und seine Aquarenprojekte verfolgen und da natürlich dann auch so ein bisschen, ja, das Ganze mitnehmen können und ihm dann auch mal Fragen stellen können. Wir werden da sicherlich so ein paar Fragen beantwortet kriegen. Dann geht es weiter am 5.4. mit Thomas von Zoobox. Ja, Thomas Learning ist dabei, das ist mein nächster Gast. Dann am 12.4. ist Martins Fische mit dabei. Da freue ich mich auch sehr drauf, weil ich dann im Stream auch endlich mal die ganze Fischfragen beantworten kann, die ich auch hier im Podcast eigentlich nie beantworten kann, weil das überhaupt nicht mein Thema ist. Aber so jemand wie Martins Fische, der kann dann natürlich konkret auf sowas eingehen und ich glaube, da kriegen wir einfach noch so ein paar nette Fragen zusätzlich beantwortet. Dann geht es weiter am 19.04. mit Joris Jutjajews. Mit dem habe ich ja schon eine ganze Menge eigentlich gemacht, auch als er zum Beispiel den Maifisch-Podcast noch moderiert hat, war ich glaube ich, weiß ich, 5, 6 Mal zu Gast bei ihm im Podcast und er ist dann jetzt am 19.04. zu Gast bei mir im Livestream und am 26.04. ist Gregor von Aquadesign Black Forest mit dabei, auch wieder ein Fischexperte, ein Biotop-Experte, auch ganz spannend für eure Fragen. Also überlegt euch da vielleicht mal ein paar coole Fragen und dann seid gerne dabei bei den Livestreams. Also die kommenden Sonntage immer um 17 Uhr. Eine kleine Besonderheit, die ich auch noch einführen möchte an dieser Stelle. Ich habe das bei meinem letzten Livestream selber gemacht. Und zwar möchte ich alle Superchats, die reinkommen, also die Spenden, die ihr mir schickt, möchte ich spenden. Also
ja, die spenden, wer die spenden. Und zwar habe ich bei dem letzten Livestream alles, was an Superchats reinkam, 1:1, also ohne irgendwelche Abzüge, ohne irgendwas, sondern wirklich den vollen Betrag, der reinkam, ans Robert-Koch-Institut gespendet. Das waren 222 Euro, auch eine geile Summe einfach, die da zusammengekommen ist. Und an dieser Stelle nochmal ein großes Dankeschön an alle, die gespendet haben, die jetzt auch vielleicht hier zuhören, die dabei waren. Bei den kommenden Livestreams wird es so sein, dass ich das wieder so machen möchte. Ich möchte aber meinem Gast die Wahl des Spendenziels überlassen. Also wenn da mein jeweiliger Gast einfach irgendwas an der Hand hat oder auch vielleicht irgendein lokales Projekt, was er für unterstützend wert hält, dann sagen wir das am Anfang des Streams einmal und klären darüber auf und dann werden alle Superchats, die während des Streams reinkommen, dann an dieses Ziel gespendet. Nur, dass du da auch schon mal Bescheid weißt und ich denke, das ist eine ganz schöne Situation. Ich werde das Ganze jetzt erstmal so weiterlaufen lassen, solange wie hier die Kontaktsperre, die Ausgangssperre, der Lockdown, wie auch immer du das nennen möchtest, bestehen bleibt. Wenn wir da durch sind und uns wieder normal frei draußen bewegen können, muss ich davon ausgehen, dass ich diese wöchentlichen Livestreams nicht unbedingt mehr werde halten können, weil dann einfach ja andere Aufgaben wieder auf mich zukommen, mit denen ich dann unterwegs bin und gerade an den Wochenenden zum Beispiel dann auch für Workshops mal unterwegs bin und dann wird das nicht immer funktionieren. Deshalb jetzt die wöchentlichen Livestreams, solange wie es noch geht. Also so lange, wie wir hier noch alle zu Hause festsitzen. Jetzt ist ja erstmal bis Ende April alles voll geplant. Ich habe noch weitere Gäste auf der Liste stehen. Die habe ich auch schon alle gefragt. Die haben auch alle Bock. Also wenn das Ganze noch länger dauert, uns wird nicht langweilig. Ne? Aber für den Fall, dass es dann irgendwann wieder aufgelöst wird, also irgendwann sollte es ja hoffentlich wieder aufgelöst werden, bedenke einfach nur, dass ich diese wöchentlichen Livestreams wahrscheinlich dann nicht mehr verlässlich aufrechterhalten werde können und dann die Livestreams, so wie es bisher jetzt immer war, eher darauf zurücklaufen, dass ich dann halt, ja, weiß ich, eine Woche vorher sage, hey, dann und dann machen wir mal wieder einen Stream und dann kommt wieder einer. Ich meine, so zweimal im Monat versuche ich das schon auf jeden Fall. Wöchentlich ist jetzt aktuell natürlich durch diese Sondersituation so ein bisschen geschuldet. Aber gut, ich glaube, das war auch genug Hausmeisterei vorweg, genug Geplänkel. Wir steigen am besten mal ein mit den drei Kurzfragen, die wir jetzt vorweg einmal nehmen. Und dazu fange ich mal an mit einer Frage von Lukas. Ist es möglich, Pflanzen auch direkt in einen kosmetischen Sand zu setzen oder muss man immer einen Zollunterbau haben? Lukas, es ist natürlich möglich, Pflanzen auch direkt in Sand zu pflanzen. Das geht, klar. Ich habe dazu, und das ist auch etwas, was ich dir in der Podcast-Beschreibung und in der Videobeschreibung hier auf YouTube einmal verlinken werde, ja zuletzt erst den Vergleich gemacht, Zoll gegen Kies. Jetzt ist Kies natürlich was anderes als Sand, aber der Vergleich hat doch recht deutlich gezeigt, dass die meisten Pflanzen auch in dem Kies, also ohne den Nährstoffunterbau in Form von Zoll, gut zurechtkommen und das ist mit Sand eigentlich ganz ähnlich. Sand hat natürlich den in gewisser Weise Nachteil, dass er sehr viel dichter ist, weil die Korngröße kleiner ist, da können sich Wurzeln tendenziell ein bisschen schwieriger durcharbeiten. Kommt aber auch mal ein bisschen drauf an, wie schwer der Sand ist, also ganz pauschal kann man das nicht sagen. Es gibt sicherlich einige Pflanzen, die das nicht perfekt mögen. Ja, also ich habe die Erfahrung gemacht, in Kies ist zum Beispiel Iliocaris als Bodendecker sehr, sehr langsam gewachsen, weil diese feinen Wurzeln es einfach nicht geschafft haben, sich durch den schweren Kies durchzugraben. Ich kann nicht genau einschätzen, wie das bei Sand wäre. Möglicherweise ist das ähnlich. Aber ganz generell kannst du natürlich Pflanzen auch einfach in Sand einpflanzen. Du musst kein Zoll dafür haben. Geh aber davon aus, dass sie in dem Sand deutlich, deutlich langsamer wachsen werden, denn das war auch das Ergebnis meines Tests Kies gegen Soil, dass die Pflanzen im Soilbecken im Endeffekt viermal so schnell gewachsen sind wie im Kiesbecken, denn ich habe die Pflanzen im Soilbecken viermal zurückgeschnitten, während ich sie im Kiesbecken erst einmal zurückschneiden musste. Das ist so ein bisschen die Zusammenfassung dieses großen Tests. Die nächste Frage kommt von Leon und Leon fragt etwas zur Besatzmenge. Ich habe einen 20 Liter Nanocube mit Redfire Sakura Garnelen, die sich durchgehend vermehren. Ich habe bereits über 20 und wollte deswegen fragen, wie man den Höchstbesatz errechnen kann oder welche Auswirkungen viele Garnelen aufeinander und auch auf das Wasser haben. Das ist eigentlich eine ganz lustige Frage, weil ich genau diese Frage mal Carsten Logemann im Garnelenhaus in Hamburg, beziehungsweise bei Hamburg gestellt habe und das Ganze auch hier als Podcast-Folge existiert. Die Podcast-Folge mit dem Interview von Carsten und Frank Logemann packe ich dir auch mal unten in die Podcast-Beschreibung dieser Folge hier rein und natürlich auch auf YouTube in die YouTube-Videobeschreibung. Und er sagt eigentlich, dass es keine Höchstmenge bei Zwerggarnelen gibt, so richtig. Weil seine Aussage war auch, die haben auch aus kleinen Becken, aus 30ern, aus 60er Becken, haben die schon 600, 700 Tiere rausgeholt. Und die meinten, das sei immer noch völlig vertretbar gewesen. Denn bei Garnelen ist es so, dass die Population sich selber regulieren wird, wenn sie das Gefühl hat, es gibt nicht mehr genug Platz. Beziehungsweise dann natürlich mehr oder weniger automatisch, es gibt nicht mehr genug Nahrung.
Das heißt, du kannst ohne Probleme da noch deine Garnelen sich vermehren lassen. Freu dich über den Nachwuchs. Aber zu voll wird das in deinem Aquarium auf sehr, sehr lange Sicht gesehen erstmal nicht werden. Und die dritte Frage für die Runde heute von Valentin. Wie sieht es denn eigentlich aus mit der Einführung von einer CO2-Anlage in ein bereits laufendes Becken? Auf was sollte man achten? Erst langsam oder schon direkt mit der maximalen Blasenzahl anfangen? Muss man Rücksicht nehmen bei gewissen Fischen? Was kann passieren, wenn man zu viel CO2 am Anfang einführt? Sollte man den Sauerstoffgehalt auch checken? Das sind jetzt eine ganze Menge Fragen eigentlich und nicht nur eine. Ich breche das mal so ein bisschen runter auf das Thema, auf was sollte ich achten, wenn ich in ein bereits laufendes Aquarium eine CO2-Anlage einführe. Meiner Meinung nach auch das Gleiche, wie wenn du eine CO2-Anlage bereits von Tag 1 aus mitführst, nämlich eigentlich auf nichts so richtig, außer dass du halt einen Dauertest im Aquarium hast, mit dem du konstant den CO2-Gehalt überwachst und dieser Dauertest mit einer Flüssigkeit für 20 Milligramm oder 30 Milligramm pro Liter angesetzt wird. Ich persönlich benutze immer die 20 Milligramm pro Liter Flüssigkeiten und fahre dann meine Becken so auf einem sehr hellen Grün, sodass ich wahrscheinlich im Endeffekt so bei um die 25 Milligramm pro Liter CO2 lande. Damit habe ich bisher die besten Erfahrungen gemacht. Was passieren kann, ist natürlich, wenn du sehr viel zu viel CO2 einleitest, dann ersticken dir die Fische. Ja, beziehungsweise, sie ersticken im Endeffekt schon, weil das CO2 die Sauerstoffaufnahme der Fische durch die Kiemen verhindert und sie dann keine Luft mehr bekommen. Das erkennst du halt daran, wenn einerseits dein Dauertest natürlich sehr gelb sein sollte und andererseits deine Fische ganz nah an der Wasseroberfläche hängen und versuchen, an der Wasseroberfläche Luft zu holen. Das sollte natürlich nicht passieren. Aber genau deshalb hast du eben den Dauertest, um das auch wirklich die ganze Zeit im Blick behalten zu können. Schau einfach, dass der auf einem vernünftigen Grünwert ist, sodass du deinen entsprechenden Werte dort im Aquarium hältst und dann ist CO2 auch überhaupt kein Problem. Das Problem mit Sauerstoff ist in der Regel im Aquascaping nicht gegeben, weil wir unsere Aquarien sehr stark bepflanzt haben und die Pflanzen so dermaßen viel Sauerstoff produzieren, dass das CO2 da quasi keinen Einfluss auf den Sauerstoffwert hat. Wenn du aber natürlich ein Aquarium hast mit sehr wenig Bepflanzung, dann könnte das durchaus der Fall sein, wobei sich dann auch gleichzeitig die Frage stellt, warum benutzt du eine CO2-Anlage, wenn du nur sehr wenige Pflanzen hast? Ist dann auch wieder die Frage, macht das so Sinn? Aber wenn du ein stark bepflanztes Becken hast, musst du dir eigentlich nie Gedanken um den Sauerstoffgehalt machen. Gut, und damit kommen wir zur heutigen Hauptfrage von Matthias. Und er fragt, ich habe schon ziemlich jedes Video von dir gesehen, aber noch keins, wo die Frage geklärt ist, wie man am besten Berge oder Erhöhungen befestigt. Ich habe versucht, einen Berg mit Kies zu bauen, aber dieser sackt wieder nach einiger Zeit ab. Deine Aquarien sehen immer geil aus, aber ich frage mich echt, wie du das immer hinbekommst, dass alles zusammenhält. Eigentlich, muss ich gestehen, befestige ich meine Aufschüttungen sogar fast nie. Der Trick ist im Endeffekt Geduld und das Ganze so langsam und vorsichtig wie möglich befüllen, damit eben nichts nachsacken kann. Und natürlich auch keine Tiere im Aquarium haben, die den Boden bewegen. Keine grabenden Schnecken, keine sehr großen Garnelen, zumindest nicht am Anfang, keine gründelnden Fische. Ja, also nichts, was irgendwie den Boden bewegen würde. Und wenn du dann das Wasser von vornherein sehr, sehr langsam einfüllst, dann passiert damit eigentlich auch nichts. Und später ist es so, dass tatsächlich die Wurzeln das Ganze hauptsächlich zusammenhalten. Aber wir fangen mal am besten vorne an, wie man sowas auch aufplanen könnte sozusagen. Also erstmal würde ich dir mal empfehlen, wenn du eine hohe Aufschüttung machen möchtest, einen steilen Hang oder so aufschütten möchtest, dann mach das nicht nur mit Soil oder nicht nur mit dem Bodengrund deiner Wahl, sondern benutze immer einen Unterbau aus relativ grobem Material. Meiner Meinung nach das Beste dafür geeignet ist Lavabruch, sowas wie das Volcano Mineral. Du kannst aber auch einfach Lavabruch aus dem Baumarkt nehmen, das geht auch. Der Vorteil von Lavabruch ist, diese kleinen Steinchen sind sehr scharfkantig und sehr porös. Die verkeilen sich super gut ineinander und da rutscht dann auch nichts mehr. Damit machst du die Hauptaufschüttung. Erst da drauf verteilst du dann dein Soil, um dort entsprechend Pflanzen setzen zu können, die dann natürlich auch genug Nährstoffe bekommen sollen. Aber die Hauptaufschüttung machst du mit dem Lavabruch. Du kannst sogar den Lavabruch in einzelne Säckchen verpacken, zum Beispiel so ganz normale Filtersäckchen. Da holst du dir einfach mal so 10, 20 Stück und dann füllst du die mal mit Lavabruch und benutzt diese Säckchen als Aufschüttung. Denn dann hast du noch nicht mal mehr nur diese einzelnen Lavasteinchen, die sich verkanten, sondern du hast zusätzlich noch eine Menge Lavastein komprimiert in einem
ja, in einem System sozusagen, was dann wie ein Stein sich verhalten kann und aber vor allem auch sich anpassen kann an andere Umgebungen, und das rutscht noch viel weniger. So, jetzt muss natürlich trotzdem das Soil da drauf, und das Soil, ja, ist halt relativ klein von der Korngröße her, sehr rund, ja, und das macht es natürlich schwierig, was da das Halten angeht. Soil rutscht schon ganz gerne mal ab, gerade wenn es noch trocken ist. Und das ist Tipp Nummer 1. Wenn du deinen Hang aufschüttest, mach das Soil direkt nass, weil dann klebt das so ein bisschen zusammen und das Ganze rutscht nicht sofort wieder runter. Wir sind jetzt also noch in der Maßnahme, wenn das Aquarium noch nicht bepflanzt und noch nicht befüllt ist, also beim Aufbau. Mach das Soil nass und dann kannst du einen Hang relativ stabil setzen, ohne dass er abrutscht, weil das Soil aneinander kleben bleibt. Zweiter Tipp in diesem Zusammenhang: benutze dein Hardscape als natürliche Barriere, damit das Soil nicht abrutschen kann. Wenn du also einen Hang aufschüttest, stabilisiere diesen Hang, indem du dort Steine draufsetzt, Wurzeln draufsetzt, Hardscape-Elemente draufsetzt, die einfach ein Abrutschen von weiter oben verhindern. Mach das in verschiedenen Höhen, sodass du sozusagen verschiedene Terrassen in Anführungszeichen anlegst, sodass, wenn irgendwo was abrutschen kann, das immer nur maximal bis auf die nächste Terrasse rutschen kann. Das heißt, wenn du eine ganze Menge Steine deinen Hang hochbaust, dann kann an dieser Stelle ja schon mal nichts abrutschen. Wo soll es hinrutschen? Es trifft ja immer wieder auf die Steine. Das ist also ganz, ganz wichtig, da auch mit dem Hardscape zusammenzuarbeiten. Wenn das bei dir nicht geht, weil du dein Layout so aufziehen möchtest, dass das Hardscape separat steht oder vielleicht auch kein Hardscape drin ist, so eine Art Holland-Aquarium, aber trotzdem mit einem Soilanstieg, dann kannst du trotzdem Hardscape verwenden, nämlich sehr kleine, flache Steine. Da eignet sich wunderbar Schieferbruch für oder generell Schieferplatten. Oder aber tatsächlich Kunststoffplatten. Die gibt es zum Beispiel bei Aquasabi. Ich packe den Link dazu mal unten in die Videobeschreibung. Nennt sich dann Substrate Support und ist halt genau das. Das sind halt Kunststoffplatten, mit denen passiert nichts, die verrotten nicht, die geben nichts ab, die sind unkaputtbar. Die drückst du dann in den Hang rein, sodass sie komplett im Bodengrund verschwinden. Aber trotzdem wirken sie stabilisierend, weil nämlich, wenn von oben etwas abrutscht, es durch diesen Hang, durch diese Platte abgefangen wird und nicht weiter rutschen kann. Und die Platte kann sich auch nicht bewegen, weil da drunter noch alles voll mit Soil ist. Das ist also eine ganz gute Möglichkeit. Wenn du diese Platten benutzt, ist es allerdings wichtig zu verstehen, wie du sie einsetzen solltest. Wenn du jetzt einen steilen Hang hast, ja, dann solltest du die Platten idealerweise im 90-Grad-Winkel zum Hang einsetzen und nicht im 90-Grad-Winkel zum Boden des Aquariums. Also nicht gerade von oben runtersetzen, sondern schräg auf den Hang zuzeigend setzen. Das macht das Ganze nämlich deutlich stabiler. Wenn ich die Platten gerade von oben setze und sie so tief reinschiebe, dass sie so gerade eben bedeckt ist, dann kann es passieren, dass unter der Platte, also dahinter, etwas abrutscht, warum auch immer, kann ja passieren, und du siehst dann nämlich sofort die Platte. Und das ist blöde, weil von oben kann dann natürlich nichts nachrutschen, weil die Platte das verhindert. Wenn du die Platte aber im 90-Grad-Winkel zum Hang einsetzt, dann ist die Chance, dass dort drunter etwas abrutscht, viel geringer, weil es gibt keine glatte Fläche, an der das Soil nicht hält und nach unten abdriftet. Das ist gleichzeitig übrigens ein sehr, sehr guter Tipp, wenn du einen Hang bepflanzen möchtest. Also wenn du auch eine steile Hangaufschüttung zum Beispiel mit einem Bodendecker bepflanzen möchtest. Nimm die Pinzette und setz diese kleinen Pflänzchen im 90-Grad-Winkel zum Hang in den Hang rein und nicht gerade von oben in den Hang rein. Wenn ich gerade von oben mit der Pinzette in so einen Hang reinpiekse, rutscht mir garantiert unten was ab. Wenn ich aber im 90-Grad-Winkel zum Hang da reinpiekse, passiert in der Regel nichts und man kann das Ganze sauber bepflanzen. Der nächste Tipp wäre dann, das habe ich vorhin ja schon einmal in der Kurzfassung sozusagen gesagt, befülle das Aquarium super, super vorsichtig und langsam. Ja, ich würde dir wirklich empfehlen, das durch einen Luftschlauch zu befüllen, also durch einen CO2-Schlauch zu befüllen. Wenn du Osmoseanlage benutzt, dann hast du das sowieso schon, hängst einfach die Osmoseanlage rein, dann tröpfelt das Ganze da so langsam voll. Das dauert dann ein paar Stunden, ja, je nachdem wie groß dein Aquarium ist, aber dieses langsame Befüllen hat einfach den Vorteil, dass während das Wasser steigt, rutscht dir nichts weg. Selbst wenn ich das Ganze mit Ceva auslege oder mit Folie auslege und das Wasser langsam über die Folie laufen lasse, das kann immer dazu führen, dass irgendwo doch was abrutscht, weil in dem Moment, wo sich dann das Papier hebt durch den Wasserauftrieb, kann das halt auch wieder sein, dass das so ein bisschen Zoll mitnimmt und dann rutscht doch wieder was ab. Also gerade wenn du wirklich einen super empfindlichen Aufbau hast, wo du am besten nichts anfassen solltest, befülle das Aquarium so langsam wie irgendwie möglich. Tropf das Aquarium voll.
dann passiert dir da auch nichts. Und dann steigt das ganze Wasser nämlich auch vernünftig nach oben, ohne dass irgend sich was löst. Und der letzte Tipp wäre auch, nutze Pflanzen tatsächlich als Maßnahme, um den Hang zu stabilisieren. Gerade in einem Iwagumi, ich denke da jetzt gerade zum Beispiel wieder an meinen 60p One-Pot Iwagumi, was hier hinter mir steht, da habe ich ja auch einen Hang. Das ist keine extrem große Aufschüttung, deshalb muss man sich da nicht so viele Sorgen machen. Aber dadurch, dass auch der komplette Hang mit Bodendecker bepflanzt ist, habe ich natürlich nach ein paar Wochen die Maßnahme erreicht, dass einfach der komplette Hang durchwurzelt ist. Und dann bewegt sich da nichts mehr. Ja, also wenn erstmal Pflanzen darüber gewachsen sind, wenn erstmal ein Bodendecker darüber gewachsen ist, ein zusammenhängender Teppich, dann bewegt sich da auch nichts mehr, dann rutscht da auch nichts mehr ab. Das heißt, das ist auch eine Maßnahme, einfach entsprechend Pflanzen dort zu setzen, die das Ganze mit ihren Wurzeln dann zusammenhalten. Was du davon konkret umsetzt, hängt halt immer sehr von dem Layout ab. Ne? Was für ein Layout willst du haben, welche Gegebenheiten gibt es da, welche Einschränkungen gibt es da auch vielleicht, weil wie gesagt, vielleicht kannst du kein Hardscape auf den Hang setzen, um es zu stabilisieren, aber dann kannst du alternativ zum Beispiel immer noch Substrate-Supports oder dünne, flache Steine in den Hang reinschieben, um es zu stabilisieren. Das geht eigentlich immer. Und ob du es jetzt bepflanzt oder nicht, das ist dann natürlich auch ein bisschen Layout-abhängig. Aber du kannst schon mit verschiedensten Möglichkeiten, die ich dir jetzt ja auch genannt habe, dafür sorgen, dass so ein Hang nicht abrutscht und auch später im Betrieb nicht abrutscht. Aber da gehört dann auch zu, vermeide grabende Schnecken, vermeide generell grabende Tiere, vermeide generell Tiere, die irgendwas mit dem Bodengrund machen. Das passt natürlich nicht zusammen, ne? Wenn du dann da irgendwie Gründelwälse hast und dich dann wunderst, warum dein Hang abrutscht. Ja, klar, was willst du machen? Die Tiere brauchen das und dann solltest du es auch eher auf die Tiere anpassen. Oder aber, wenn du so einen Hang haben willst, schlicht und ergreifend nicht solche Tiere einsetzen. Ich denke, damit ist das Thema tatsächlich auch eigentlich bereits umfassend abgearbeitet. Es war als Frage jetzt vielleicht ein bisschen kürzer als in anderen Folgen mit der Hauptfrage, aber trotzdem fand ich das mal einen interessanten Einblick, weil es halt, wie ich dir jetzt ja auch gesagt habe, diverse Möglichkeiten gibt, um so ein Thema anzugehen. Und genau das mag ich natürlich auch in diesen Podcast-Folgen, dass wir da dann in Ruhe mal drüber reden können. Vielleicht fällt mir ja zum Beispiel zwischendurch auch immer noch was Neues ein während so einer Podcast-Folge, deshalb mag ich das längere Format eigentlich immer ganz gerne. Aber damit bist du jetzt auf jeden Fall gut bedient, was deine Hangstabilität angeht und das Absichern deiner Hänge gegen Abrutschen. Wenn du keine Folge des AAA-Podcasts mehr verpassen willst, dann abonniere diesen Podcast auf iTunes oder im Podcatcher deiner Wahl. Außerdem kannst du unter aquaona.eu deine Fragen zu diesem Podcast einsenden, wenn du möchtest, dass sie von mir hier beantwortet werden. Wenn dir der Podcast gefallen hat, teile ihn mit deinen Freunden und bewerte ihn auf iTunes. Das würde mich sehr freuen und mir sehr weiterhelfen. Ich freue mich darauf, dich in der nächsten Folge wieder hier begrüßen zu dürfen.